Jo Leute, was geht? Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu einer weiteren Folge Dave the Diver. Ich habe richtig Bock auf das Game, es macht einfach unglaublich viel Spaß. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir machen direkt da weiter, wo wir aufgehört haben. Wir haben heute kein besonderes Ziel, wir sollen nur zu diesem Felshaufen kommen, wo irgendwie das Seevolk ist. Ich bin mir nicht sicher, wir gehen einfach mal direkt rein und machen uns keine großen Gedanken darum. Und schauen einfach mal, was uns heute erwartet. Wir können heute eigentlich ein bisschen auf Expedition gehen, würde ich sagen. Also, dass wir mal schauen, was wir so finden. Wir gehen jetzt einfach mal Richtung Tiefsee. Ich weiß gar nicht, wie weit wir runter konnten. Schauen einfach mal, was uns hier erwartet. Wir nehmen hier nochmal, gucken wir vielleicht, ob wir noch eine Waffe bekommen, die wir gebrauchen könnten. Wir upgraden unsere Waffe auf die zweite Stufe. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich mag das Geräusch von diesem Hammer sehr gerne. Kann ich euch einschläfern? Oh, ich kann dich auch einschläfern. Gepunktete Wurzelmundqualle Stufe 3. Da freut sich auf jeden Fall die Kundschaft. Wenn wir Stufe 3 Fische verarbeiten, kriegen wir, glaube ich, mehr Geld dafür. Also die sind höhere Qualität. Oh, du hast Bock. Ein Hit reicht für den. Atlantischer Seeteufel Stufe 3. Wir nehmen hier gerade alles mit Stufe 3. Mit der Hammer ist ja richtig geil. Was ist das denn? Tennisschläger. Kann man einen Ball weit fliegen? Was zum Teufel? Gut, ich glaube, ich bleibe beim Hammer. Der gefällt mir eigentlich ganz gut. So, jetzt ist hier der Felshaufen, den wir letztes Mal ja schon entdeckt haben. Wir sind da. Versuche eine der Bomben, die Kobalt dir gegeben hat, auf dem Felshaufen anzubringen. Okay, die Bombe war jetzt nicht so krass, wie ich gedacht hätte. Jetzt ist der Weg frei. Von drinnen dringt ein schwaches Licht. Was ist, wenn ein Monster daran auf mich wartet? Das wäre eine unglaubliche wissenschaftliche Entdeckung. Ja, ich bin gespannt. Zu einer neuen Region. Okay. Es gibt andere Regionen. Das kann keine natürliche Säule sein. Es sind mysteriöse Zeichen eingraviert. Okay, das hätte ich mir auch denken können. Dann hast du hier einmal den Typen. Er hat richtig Lust. Wann bezeugt eine Art Krieger oder König? Er sieht mächtig aus. Sein Unterkörper ist von Schuppen bedeckt. Es ist also ein Seemann. Und hier unten gibt es ein Gemälde, das Delfine und Meerespflanzen zeigt. Anscheinend konnte das Seevolk nicht nur schreiben, sondern auch malen. Ich würde gerne ein bisschen weiter forschen, also mach bitte ein Foto mit der Kamera, die ich dir gegeben habe. Mache ein Foto des Wandbildes. Wie benutzt man denn die Kamera? Ah, okay, dafür gibt es ein Kamera-Icon. Okay, also man darf nicht zu lange fokussieren. Erfolg, okay. Verstehe. Hm, sehe ich da was auf dem Boden? Es könnte ein Artefakt des Seevolkes sein. Bring es mir. Okay, jetzt klauen wir hier einfach noch was. Ein bisschen Schändung betreiben. Ah, passt schon. Wir nehmen alles mit. Scheint dir nicht so gut zu gefallen. Das Geräusch von vorhin. Eine Aufzeichnungsraum voller Symbole des Seevolks? Was könnten sie aufgeschrieben haben? Und noch wichtiger, hast du das nicht auch gehört? Was meinst du? Über Funk habe ich nichts gehört. Kehr fürs Erste zum Boot zurück. Okay, wir haben schon wieder diese seltsamen Stimmen im Kopf. Die hatten wir letzte Folge ja auch schon. Okay, da ist eine Kapsel, mit der wir zurückkommen. Ich will aber noch nicht zurück. Ich will mal euch hauen. Ich hau jetzt alles mit dem Hammer. Wir hauen jetzt einfach... Ach, den kann man auch nur hochkriegen, wenn man so ein U-Boot hat. Das habe ich noch nicht freigeschaltet. Was gibst du mir? Ach, du gibst mir auch Sauerstoff. Okay. Also die Muscheln geben uns auch Sauerstoff. Sehr gut zu wissen. Ich dachte, die geben uns blaues Loch Tiefen. Hier unten ist es zu düster. Sich in diesem Zustand nach unten zu wagen, ist gefährlich. Okay, also da können wir nicht hin. Ja, da können wir nicht runter. Da macht unser Dave Stress. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Das heißt, wir brauchen eine... wie heißt es? Eine Taschenlampe wahrscheinlich? Ein Snipergewehr? What? Sehr schwer zu zielen mit dem Controller.
Ja, moin. Okay, wir sind zu schwer. Ich würde sagen, dann gehen wir nach oben. Hey, hey, du da. Ich habe eine Explosion im Meer gehört. Weißt du, was da los ist? Was das angeht, wir gehören zu Meeresblau. Wir sind eine Organisation, die Menschen aufspürt, die dieses schöne Meer verschmutzen und sie anzeigt. Manchmal übe ich selbst Gerechtigkeit für diejenigen, die besonders böse Taten begehen. Ich habe Berichte über jemanden erhalten, der hier in der Gegend sinnlos die Umwelt zerstört. Ich weiß nicht, ob du es warst, aber du solltest dir dessen bewusst sein. Wer dem großen Meer Schaden zufügt, bekommt es mit Meeresblau zu tun. Und mir, John Watson. Also dann, sei dem Meer auf immer dankbar und verliere nie die Liebe dafür. Und werde jetzt gehen, vorerst. Wir beobachten dich. Also Greenpeace ist schon mal aufmerksam auf uns geworden. Und denen gefällt es wohl nicht so, wie wir mit dem Meer umgehen. Was für ein gruseliger Typ, kommen wir damit klar? Diese Gruppe ist berüchtigt. Unter dem Vorwand des Umweltschutzes begehen sie Gewalttaten. Meist trifft es vor allem große Konzerne mit ihren Fischereibetrieben, die der Umwelt am meisten schaden und nicht die kleinen Fischereien. Allerdings kriegen die Konzerne nichts von ihnen ab. Ich vermute, sie lassen sich bestechen oder so etwas Geschmackloses wie das. Der Typ sah nach Ärger aus. Es wird dir nichts bringen, auf ihrem Radar zu sein. Sei vorsichtig. Okay, also Greenpeace haben wir jetzt auch noch am Arsch. Wir haben ein bisschen was Neues freigeschaltet. Wir haben jetzt haufenweise geile Fische, Stufe 3 Qualität mitgenommen. Also das wird heute ein sehr, sehr guter Abend werden. So, jetzt müssen wir uns natürlich erstmal ums Menü kümmern. Wir könnten jetzt erstmal natürlich die Sachen veredeln auf die nächste Stufe. Das machen wir, glaube ich, auch mal. Wir veredeln auch noch den gelbrüstigen Fusilier. Kann man auch noch machen. Zack. Dann veredeln wir auch noch den großen Barracuda. Langnasending, den können wir auch mal verbessern. Feuerfisch auch noch verbessern. Und Titandrückerfisch können wir auch noch verbessern. Wir nehmen einfach mal alles mit. Den nehmen wir auch noch mit. Können wir nochmal verbessern, den langen Nasen-Dude. Oh shit, wir verbessern hier alles. Und den auch nochmal. So, haben wir schon mal jetzt ein bisschen was verbessert. Dadurch haben wir natürlich auch ein bisschen Zutaten verloren, beziehungsweise ein bisschen Angebot verloren heute, weil wir jetzt sehr viele Fische eingetauscht haben. Aber wir können natürlich jetzt dann das gute Zeug anbieten. Personal sieht soweit eigentlich ganz gut aus. Ich glaube, da müssen wir uns nicht drum kümmern. Wir haben einen Koch und wir brauchen hier erstmal höhere Stufen. Also würde ich sagen, machen wir heute mal Bancho auf und schauen mal, wie es der Laden läuft. Wir haben ja einen Koch mehr und eine Servicekraft mehr jetzt inzwischen. Das heißt, das sollte eigentlich relativ entspannt laufen. So, ihr wollt wieder Tee haben. Dann kümmern wir uns doch mal um den Tee. Ich glaube, wir können uns sogar relativ bad auch kommen. Das war zu wenig. Wir können uns, glaube ich, relativ entspannt eigentlich um die Gäste kümmern, weil unsere Bedienung das eigentlich ziemlich gut macht, finde ich. Also unsere Bedienung ist da sehr effizient. Aber solange wir keinen grünen Tee verteilen müssen, können wir ja auch uns sauber machen. Machen wir natürlich auch. Alles andere kann aber unsere Hilfskraft machen. Moment, was ist das da, was die eine da will? Diese Sushi-Rollen, habe ich da was von? Ach so, das stelle ich ja auch her. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ach so, weil ich nichts mehr habe. Oh, ich habe keinen... Ich habe zu wenig Fisch auf die Speisekarte gemacht und deswegen haben wir das Problem, dass wir jetzt nichts mehr verkaufen können. Shit, habe ich nicht aufgepasst.
Okay, ich habe vielleicht ein bisschen zu viel veredelt. Also nächstes Mal nicht mehr so viel veredeln vielleicht. Ich weiß tatsächlich nicht, wo man sieht, wie viele Leute in das Restaurant kommen. Das ist das Problem. Also ich weiß nie, wie viel ich brauche. Ich weiß nicht, ob das irgendwo steht. Ob ich das einfach nur nicht finde. Wir haben ja, das war ein schlechter Tag. Das war ein schlechter Tag. Da habe ich einfach zu viel verbraucht. Wer seid ihr denn jetzt? Das Fischvolk. What? Oh nein, der Krake kommt wieder. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dieser Krake wird noch ein wichtiger Kampf werden. Ich bin mir nicht sicher. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir uns mit diesem Kraken noch anlegen werden. Da ist Dr. Bacon schon wieder. Dave. Ja, Dr. Bacon. Dave, ja. Willst du die gute oder schlechte Nachricht hören? Die gute Nachricht. Du bist der positive Typ. Ich habe das Armband untersucht. Das ist ein bisschen komisch übersetzt. Die du mir gestern gebracht hast. Sie gehörte, wie ich es vermutet habe, dem Seevolk. Wow, es ist also ein altes Artefakt. Das Armband scheint mit einer geheimnisvollen Macht durchdrängt zu sein. Hier, du kannst es tragen. Was? Ich? Ich meine, danke, aber warum? Wer weiß, vielleicht liegt dir ein furchterregender Seevolkfluch darauf. Nun, wie dem auch sei, probier sie erstmal an. Okay, wir ziehen die Armband an. Der Wahrheit? Armband des Seevolkes. Ein Artefakt des Seevolkes in Form eines Armbands enthält eine mysteriöse Energie, die beim Atmen hilft. Oh. Überlebt es dir, erlaubt es dir für eine bestimmte Zeit zu überleben, nachdem der Sauerstoff ausgegangen ist. Das ist ja mal richtig geil. Ich spüre eine Art neue Kraft in mir. Schön zu hören, dass nichts Schlimmes passiert ist. In deiner Taucherkiste findest du weitere Informationen zu dem Amulett, das du trägst. Oh, und ich habe noch mehr großartige Neuigkeiten. Ich habe die Artefakte und Untersuchungsdaten analysiert. Ich war in der Lage, ein sehr starkes Signal in diesen Meerestiefen auszumachen. Das war der richtige Ort. Die Objekte sind nicht einfach hineingetrieben. Ich habe das Gefühl, dass dieses riesige blaue Loch, das plötzlich aufgetaucht ist, als Verbindung zu einer Seevolkstätte dient. Eine äußerst glückliche Gelegenheit. Das klingt bloß danach, als müsste ich wieder mein Leben riskieren. Und, was sind die schlechten Nachrichten? Um die Tiefe benötigst du eine Tiefseestirnlampe. Die brauchten wir eben schon. Die Lieferungen sind aus irgendeinem Grund unterbrochen worden, also ist es unmöglich, eine zu beschaffen. Vielleicht besitzt Duff ja eine. Er hat alle möglichen Sachen. Das stimmt. Versuch doch mal, Duff zu kontaktieren, ja? War Duff der Waffentyp? Ich bin mir nicht sicher. Bei Duff muss ich immer an die Simpsons denken. An das Bier. Du kannst Amulette ausrüsten und sie im Inventar austauschen. Amulette haben unterschiedliche Effekte, die dir im Spiel helfen werden. Vergiss also nicht, sie auszuprobieren, wenn du welche findest. Das klingt sehr, sehr geil für uns. Wir müssen Duff anrufen. Wer zum Teufel war Duff? Ah, er war Duff, genau. Es war der Waffentyp. Warum bist du so wütend, Duff? Ich habe eine limitierte Version der Leas Chan-Figur bestellt, aber sie ist seit über Wochen nicht gekommen. Ist das zu glauben? Sie kommt mit einer Seriennummer und einem limitierten Kunstband, den es nur bei dieser Fassung gibt. Wow, beruhig dich ein bisschen. Alle scheinen sich aufzuregen. Ich glaube, es muss eine Art Unfall gegeben haben. Um zu erkennen, was vor sich geht, benötige ich eine Tiefseestirnlampe. Oh, natürlich habe ich sowas in einem Lager. Aber ich kann sie dir nicht umsonst überlassen. Es gibt eine Bedingung. Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Bitte finde meine Leas Chan-Figur. Sie befindet sich in einer pinkfarbenen Lieferbox. Du wirst sie erkennen, wenn du sie siehst. Ich habe für dieses Paket besondere Behandlung angefordert, somit sollte es eigentlich nicht fortgespült worden sein. Wenn das Schiff, auf dem sie transportiert wurde, gesunken ist, sollte sie irgendwo in der Nähe sein. Finde sie für mich und ich gebe dir die Tiefseestirnlampe. Erst muss ich den Standort von dem gesunkenen Lieferschiff finden. Ich glaube, wir waren schon mal bei diesem gesunkenen Lieferschiff tatsächlich. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das war ja dieses kleine gelbe Schiff, was dann der einen Cutscene von dem, von diesem, wie heißt es? Mir fällt der Name nicht ein. Octopus. Von dem großen Oktopus zerstört wurde. Das Wort habe ich gesucht. Wir nehmen jetzt noch Taucheranzug-Upgrade mit, glaube ich. Bam! Und dann ab in die Tiefe. Und dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Weil irgendwie betäubt denn das nicht, sondern zieht den ein. Oh mein Gott, ich schieße wieder überall hin, nur nicht auf den Fisch. Ah doch, es betäubt ihn und dann haben wir eine Stufe 3. Perfekt.
dachte jetzt, das würde ihm trotzdem Schaden machen, weil er diese Animation kam. Und da ist das Schiff. Ja, so schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen. Da haben wir schon das Schiff gefunden. Und da ist auch seine süße Anime-Figur, die gute Lea-chan. Bringen Sie mir so schnell wie möglich, beende deinen Auftrag. Ach komm. Dieser blöde Oktopus, der will aber auch irgendwie, der nimmt uns auch alles weg. Was war das denn gerade? Meine Lea-chan. Sie verschwand in den unergründlichen Tiefen. Das scheint eine Art riesige Lebensform zu sein. Bitte zieh los und hol sie zurück. Moment mal, das sieht offensichtlich gefährlich aus. Außerdem sind die Türen auf dem Schiff alle verschlossen. Ich komme nicht hinein. Glaubst du wirklich, daran hätte ich nicht gedacht, bevor ich Lea-chans Rettungsplan ausgeheckt habe? Ich gebe dir meine Geheimwaffe, den Brennschneider. What? Da schalte den Schneider ein und verwende L zum Bewegen. Halte deine Bewegung innerhalb des Kreises. What the fuck? Okay, sehr interessant. Aber bis jetzt noch sehr ein... Oh. Nevermind, es wird schneller. Aber es ist jetzt noch sehr einfach. Perfekt, ja, nice. Wir haben's. Wir sind fertig. Du spürst die Gegenwart einer gefährlichen Kreatur eintreten. Okay, das wird unser erster Bosskampf, habe ich das Gefühl. Also bin ich mir sehr, sehr sicher, dass wir jetzt hier einen Boss bekämpfen müssen. Der Bereich da unten scheint größer sein als zu erwartet. Unter dem gesunkenen Schiff sind wir jetzt. Nehme ich direkt schon Sauerstoff mit? Ich habe das Gefühl, man kriegt hier jetzt nochmal Sauerstoff, man kriegt hier nochmal Muni. Also das wird jetzt ordentlich zur Sache gehen. Wir kriegen hier diese Standardwaffe, die wollen wir nicht. Obwohl Stufe 3 Gewehr... Unser Wassergewehr Stufe 3, das macht 31 Schaden, hat mehr Schuss, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Das hat halt auch, glaube ich, unbegrenzte Range. Zumindest mehr Range als unsere aktuelle Waffe. Und wir kriegen hier nochmal so einen kleinen Scooter, damit kann ich leben. Oh oh. Oh shit, da ist er. Die pinkfarbene Lieferbox. Moment, was noch wichtiger ist, da ist ein Riesenkalmar. Das ist also unser Übeltäter. Ich schätze, er weiß, was gut ist, wenn er sieht, dass es... Auch wenn er nur ein Kalmar ist. Er scheint zu schlafen. Schleich dich an und nimm ihn heimlich mit. Ich bin zu weit gekommen, um mit leeren Händen zurückzukehren. Ich schätze, ich versuche, mich heimlich zu nähern. Okay, heimlich nähern. Langsamer, also geht... Hat nicht so gut funktioniert. Giant Squid. Tja, Leute, Bossfight. Oh, shit. Er ist aufgewacht, ich muss zurück. Dave, erzähl mir nicht, dass du kneifen willst. Benutze die Waffe, die ich dir gegeben habe. Die Brune ist hier nutzlos. Es geht los. Ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Ich weiß jetzt nicht. Kann ich dir einfach ins Auge schießen oder so? Ich würde jetzt tippen, ich muss dem ins... Jawohl, ich bin einfach Bosskampf-Main. Dann schießt er uns wieder zurück und dann... Okay, der ist, glaube ich, noch sehr, sehr einfach, weil das der erste Bosskampf ist. Also, der schießt dann immer zurück, dann macht er seine Tentakelangriffe und dann muss man dem ins Auge ballern. Da hätten wir doch lieber die Shotgun mitnehmen sollen. Auch wenn ich glaube, dass es egal ist, wie viel Schaden man macht. Man muss dem halt eine bestimmte Anzahl... Wahrscheinlich dreimal. Oh, was passiert jetzt? Oh, Moment. Chill doch. Was macht der denn jetzt? Jetzt haut er immer mit seinen Tentakeln nach uns, oder wie? Oh, nicht dreimal, dann ist es bestimmt fünfmal. Wir machen uns jetzt auf jeden Fall erstmal hier ein bisschen Sauerstoff. Holen uns auch noch ein bisschen Muni, weil hier liegt schon echt viel rum. Das ist jetzt blöd, da komme ich nicht durch. Moin, Chef. Jetzt hält er sich schon das Auge zu. Er hat dazugelernt. Dann haut er mit seiner Tentakel einmal. Da bin ich aber zu langsam. Aber jetzt hauen... Hä? Was ist denn jetzt nicht getroffen? Bam! Viermal tatsächlich. Das ist, oder? War es jetzt fünfmal? Ich glaube, das war das vierte Mal. Wir haben ihn. Easy.
Ach, sie hat er ja auch noch gestohlen, stimmt. Ganz vergessen, hä? Jetzt müssen wir helfen. Und nee, der verzieht sich direkt wieder. Warte, war das gerade Seevolk? Was meinst du? Ich sehe nichts außer pinkfarbenen Lieferbox. Bringen Sie schnell zurück. Sie wartet auf die Rettung. Ich muss nach oben und das Dr. Bacon sagen. Okay, das war unser erster Kontakt mit den Seevolk-Leuten für uns persönlich. Die Box klemmt unter der Kalmatentakel fest. Ich muss ihn sowieso durchschneiden, ob er wohl genießbar ist. Oh, wir können den essen? Wir können lecker Kalmararm essen. Sehr geil. Pinkfarbene Lieferbox. Das ist es. Ich bin so erleichtert, Lea-chan. Ja, Lea-chan. Oh mein Gott, so eine richtige Anime-Figur. Mit kurzem Rock und allem. Wenn man bedenkt, dass sie unbeschädigt blieb, es ist überall Salzwasser. Ich werde dich sauber machen. Hier kommt Leas. Leas was? Ups, ich habe aus Versehen Leas-chan Text gesagt, obwohl ich der Meister bin. Ein Versprechen ist ein Versprechen. Wir bekommen die Tiefsee-Stirnlampe. Sehr, sehr geil. Ein neues Modell, das sich bei Bedarf automatisch einschaltet. Ich muss gehen und Leas-chan dabei helfen, sich zu erholen. Auf Nimmerwiedersehen. Also, wir haben den Riesenkamal weggeballert. Wir haben ein bisschen Geld. Ich weiß nicht, ob wir damit jetzt unseren Aus... 230 Meter Tiefe ist schon nicht so geil, glaube ich. Was hast du denn Schönes? Sauerstoff zum Mitnehmen ist ganz nett. Bombenfalle ist auch ganz nett. Aber ich würde sagen, wir hüpfen einfach direkt rein und schauen jetzt mal, was uns in der Tiefsee erwartet. Wenn wir so tief überhaupt schon kommen. Das weiß ich jetzt nicht. Also, dadurch, dass wir jetzt natürlich die Kalmar-Party hatten, haben wir jetzt keinen Fisch verkauft und haben kein Geld verdient. Das ist ohne. Was passiert jetzt? Ach, jetzt kommt der Typ hier, der Greenpeace-Typ und nervt. Moment! Du warst es also, der im Meer geschadet hat. Du hast sogar übergeben, du ekelhafte Kreatur. Was? Ich habe mich nicht übergeben. Warte, das war nicht ich. Ich habe keine Zeit für deine lahmen Ausreden. Jetzt, da du von John Watson von Meeresblau den Wächtern des Meeres erwischt wurdest, kommst du nicht so einfach davon. Ich verarbeite dich für... Ja, okay, ich glaube, wir gewinnen. Der wird uns nicht zu Fischfutter verarbeiten. Wow, er hat die Fische gekillt. Nein, mein Poseidon. Das ist alles deine Schuld. Du bist derjenige, der mit Bomben um sich wirft. Alles, was ich tue, ist ein paar Fische zu fangen, damit das Restaurant läuft. Warum wirfst du nicht dein Auge auf Fischereifahrzeuge, die für den Fang von Tausenden von Fischen verantwortlich sind? Genug gelabert. Ich sorge dafür, dass du dein Maul hältst und los geht's. Ja, ich glaube, du wirst verlieren, mein Lieber. John Watson. So Leute, wir killen mal eben Greenpeace. Oh, macht der? Okay, der macht, der boxt uns unter Wasser und kriegt jetzt erstmal eine Shotgun ins Gesicht und schießt einfach weiter mit Granaten. Ist ein bisschen schwierig, den zu shotgunnen. Weil der sehr... Aua, nein, das war dumm. Oh, oh nein, er wird böse. Er wird böse, Leute. Er schießt mehr Granaten. Oh, er schießt einfach drei Granaten auf einmal jetzt, okay. Er hält ganz schön viel aus, muss ich sagen. Dafür, dass ich ihm hier die Shotguns reindrücke. Der ist schwieriger als der Kalmar von dem Leben her. Er ist tot. Hab ihn. Stirb. John Watson. Stirb. Oh, wie kannst du es wagen, nicht gegen mich zu wehren? Ich bin John Watson. Ich war bei den Navy Seals. What? Das sollte als Warnung genügen. Also halte ich mich erst einmal zurück, um die Umwelt zu schützen, aber ich werde dich nicht ungestraft davongehen lassen, wenn du weiter dem Meer Schaden zufügst. Wir beobachten dich. Hm, ich habe das Gefühl, John ist nicht so begeistert davon. Warum schießt er sich ein Loch da rein und geht dann durch das Loch weg? What? Warum schießt er den Boden kaputt und geht dann dadurch weg? Was ist denn mit John Watson? Er ist komplett gestört. Ah, wir können da jetzt einfach durch. Ja, nice. Abkürzung. Danke, John. Ja, und unser Ziel ist jetzt, nachdem wir uns um John gekümmert haben, würde ich sagen, die Tiefsee. Für heute. Zum ersten Mal in die Tiefsee eingetaucht. Sehr schön.
Und wir kriegen ein UV-Licht. Die Röhrenwürmer weichen vor UV-Licht zurück, sodass du an ihnen vorbeikommst. In einer Truhe in der Nähe findest du UV-Licht. Wenn du keins findest, versuche es vielleicht mit einem Nahkampfangriff. Also mit UV-Licht können wir jetzt hier diese Viecher wegmachen. Ah, tatsächlich. Aua. Aua, ihr sollt da zurückgehen. Wow. So, was erwartet uns hier? Ich war jetzt natürlich logischerweise noch nie hier. Ich denke mal, uns wird hier einiges erwarten. Schock-Harpunenspitze. Stufe 3 sogar. Also hier wird es, denke ich mal... Was ist das? Eine Spitzhacke? Eine große, schwere Spitzhacke. Sie hat scharfe Spitzen, die in der Lage sind, hartes Gestein auszubrechen. Sie kann spezielle Materialien abbauen. Manche Materialien können nur mit einer Spitzhacke abgebaut werden. Okay, also wieder was Neues. Interessant. Ein neuer Seestern. Und hier gibt es auch direkt Amethyst oder so. Wahrscheinlich. Oder... Amethyst, ja. Direkt Amethyst zum Mitnehmen. Nochmal eine UV-Lampe, aber die lädt sich wieder. Oh, wer bist du denn? Oh, ich weiß nicht, ob ich dich bekämpfen will. Ich glaube aber schon. Ich habe Bock auf Fisch. Versuch mal mit der Harpune, wie viel Schaden die macht. 23, also die macht schon guten Schaden. Jetzt inzwischen. Und die stunt den auch ziemlich geil. Das ist sehr nice. Oh, der hält aber auch einiges aus, der Dude. Da haben wir ihn. Wir kriegen... eines Kragen heißt. 8,5 Kilo ist leider ein bisschen schwer für uns, muss ich sagen. Wir haben noch nicht so viel Tragelast. Ich muss meine Tragelast mal aufwerten. Glaube ich. Wir sind auch komplett in der falschen Richtung gerade unterwegs für das Signal. Oh mein Gott, wer seid ihr denn? Die gehen ja richtig auf mich ab. Ich habe keinen Sauerstoff mehr. Scheiße. Oh, Leute, das ist nicht gut. Ich brauche Sauerstoff. Wir müssen hier weiter. Ich brauche jetzt irgendwo eine Sauerstoff-Möglichkeit. Was meint ihr denn? Ist das ein Gebäude des Seevolks? Ich weiß es nicht. Ich muss hier durch. Ich brauche Sauerstoff. Ich suche jetzt gerade einfach nur Sauerstoff. Der Rest ist mir egal. Nein, ich hab's verkackt. Wenn du gerettet wirst, kannst du nur ein Objekt mitnehmen. Tja. Wir nehmen den Fleisch, den Kragenhai mit. Das ist das Neueste, was ich habe. Und das können wir noch fürs Restaurant benutzen. Tja, Leute, ich hab's verkackt. Bin leider gestorben. Wir hatten keinen Sauerstoff mehr. Ja. Ach, da kommt wieder der Pokémon-Typ. Yeah. Du scheinst heute so voller Energie zu sein. Ich habe Benachrichtigungen über eine Bosskarte auf deiner Meereskarten-App gesehen. Ah, weil wir den Riesen-Kalmar getötet haben. Wie hast du die bekommen? Die Karte ist extrem selten, ne? Ich war auf dem Weg, eine Lieferung abgegeben. Ach, und wenn sich neue Regionen wachsen, zum Beispiel in die Tiefen, dann wird die Meereskarte ein neues Kartenpaket freigeschaltet. Vergiss nicht, auch in Region Fischkarten zu sammeln. Tschüssi! Okay, also wir haben jetzt die erste Bosskarte bekommen. Das bringt uns, glaube ich, nichts. Einfach nur, ja, so ein bisschen extra. Ich glaube, dafür kriegen wir keine Vorteile. Also, das, hat uns jetzt nicht so viel gebracht. Ich würde aber sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich wieder in der Tiefsee bin. Weil das lief jetzt ja nicht so gut. Und da sind wir auch schon wieder in der Tiefsee. So schnell kann es gehen. Diesmal habe ich mich ein bisschen vorbereitet. Wir haben jetzt zweimal Sauerstoff zum Mitnehmen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich da links durchgehe. Wir sollen ja von Seiten des Radars eigentlich erstmal nach rechts gehen. Oh mein Gott, wer bist du denn? Hier gibt es erstmal ein paar aufs Maul. Lass mich doch in Ruhe jetzt hier. Der aus.
Der hat hier einfach mal Tigermoräne. Okay, also hier gibt es irgendwelche Fische, die dich von der Seite angreifen. Oder beziehungsweise aus dem Boden rauskommen. Ah, hier ist wieder sowas, wo man durch kann. Da unten ist auch wieder sowas. Also diese Teile, die scheinen hier... Na, vielleicht brauchen wir doch UV-Licht, wenn das, man das hier die ganze Zeit bekommt. Jetzt macht einfach nur 10 Schaden. Ja, ich habe jetzt nicht wirklich was, um die zu machen. Außer vielleicht unsere Shotgun. Die halten auch ganz schön was aus. Also, und die sind auch gar nicht so einfach zu treffen, weil die so klein sind. Wie viel hältst du denn aus? Ah, okay. Also die Tigermuränen, die sind gefährlich. Die halten sehr, sehr viel aus. Wir nehmen jetzt hier so eine UV-Lampe mit und gehen damit einfach mal durch die Sachen durch. Ja, Röhrenwürmer werden von UV weggemacht, das wissen wir ja schon, das wurde uns durch dieses Tutorial schon gesagt. Also müssen wir da nicht wirklich uns damit auseinandersetzen. Aber es ist schon ganz nett, dass sie überall Muscheln sind, die einem Sauerstoff geben, das ist schon gut gemacht. Obwohl, ich benutze die jetzt noch nicht. Oh! Das Seevolk von vorhin! Ich verstehe aber nichts. Er dreht komplett durch. Hm, die sagen etwas, aber ich kann nicht verstehen, was gesagt wird. Ich werde Dr. Bacon anrufen müssen. Meine Güte, wow. Sich vorzustellen, dass das Seevolk existiert, das ist einfach unglaublich. Sie sagen etwas zu mir, aber ich kann sie nicht verstehen. Wenn wir die Muster analysieren, könnten uns das vielleicht eine Übersetzung ermöglichen. Kehre fürs Erste zum Boot zurück. Ich werde mir etwas ausdenken, um die Übersetzung zu ermöglichen. Moin, Jungs. Ich verstehe nur Bahnhof. Also mit denen können wir jetzt erstmal nichts anfangen. So, dann gehen wir hier mal wieder durch. Kümmern uns mit unserer netten Lampe mal darum, dass hier diese blöden Röhrenwürmer weggehen. Und dann gucken wir uns hier noch ein bisschen um, würde ich sagen. Wir haben ja noch ein bisschen Tragekapazität. Wir schauen einfach mal, was es hier sonst so gibt. Moin, wer bist du? Du siehst lustig aus. Du. Erstmal abstechen. Ach, komm her jetzt. Nein. Komm. Was hält denn der aus wieder? Ja gut, wir haben unsere Harpune nicht geupgradet jetzt natürlich. Ja, da fehlt noch ein bisschen Power. Ja, der will irgendwie nicht. Der hat ganz schön viele Leben. Hier unten hat alles irgendwie übel viele Leben. Ja, irgendwie, also... Wie viele Leben hat denn der? Ah, jetzt. Komm schon. Oh mein Gott, muss ich da viel hämmern. Hier nochmal. Oh, komm. Boah, das war jetzt aber wirklich heftig. Wir brauchen eine Spitzhacke. Und wir kriegen sogar eine Spitzhacke. Danke, Spiel. Sehr freundlich. Den da würde ich auch gerne mal töten. Einfach, damit wir den mal gesehen haben, was das ist. Und damit wir den essen können. Der hat aber wahrscheinlich auch 10 Milliarden Leben. Und der ist auch wieder sehr schwierig zu treffen mit der Shotgun. Ja. Sehr schwierig. Okay, scheiß auf den. Wir nehmen ein bisschen Amethysterz mit. Das können wir bestimmt später für irgendwelche krassen Upgrades gebrauchen. Ich habe auch nicht mehr so viel Sauerstoff. Da ist eine Fluchtkapsel zur Not. Wenn der Sauerstoff knapp wird, kann ich da immer noch hin. Ich würde aber gerne weiter erforschen. Jetzt ist die Frage, ob das eine gute Idee ist. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber ich mach's trotzdem. No risk, no fun und so. So, was erwartet uns hier unten? Ich habe das Gefühl, wir sind auch bald auf unserer maximalen... Ah, wir sind noch lange nicht auf unserer maximalen Tauchtiefe. Hier ist irgendein Schild. Das ist, glaube ich, wieder für diese... Für dieses Seevolk. Hier ist ein riesiges Skelett. Hier ist eine Krabbe. Oh, Krabbe ist lecker. So eine Krabbe könnten wir eigentlich auch mal mitnehmen. Da mache ich aber keinen Schaden. Okay,
Okay, ich glaube, die kann man so nicht verletzen. Ne, das sieht nicht danach aus, als könnten wir die verletzen. Da brauchen wir, glaube ich, irgendein Upgrade. Vielleicht mit der Giftharpune? Ne, keine Chance. Okay, da habe ich jetzt übel viel Sauerstoff gelassen. Ich habe auch das Gefühl, wir müssen jetzt gleich nach oben, weil wenn ich jetzt keinen Sauerstoff hier finde, dann könnten wir das vergessen. Violetta sehe ich schon. Da ist Sauerstoff. Okay, wir gehen weiter nach unten. Ah, so einen schönen Scooter nehmen wir mit. Ich will weiter erforschen. Ach, jetzt kommt hier wieder. Oh, da kommen diese Bombenquallen einfach. Die sind richtig ekelhaft. Ah, lass mich doch... Okay, von denen kommt man auch nicht weg. Das ist nicht so gut. Wenn von denen jetzt mehr kommen, dann sollte ich mich, glaube ich, hier erstmal verziehen. Ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht stark genug. Oh, wer bist du denn? Du bist auch neu. Direkt mal pieksen. What? What? Was muss ich da? Es kommen die ganze Zeit neue Minigames, die ich nicht kenne. Hab ich ihn gekillt. Zigarrenei. Ich hab's, glaube ich, falsch gemacht. Wir sind schon sehr nah an unserer maximalen Tauchtiefe. Ich glaube, eine Schaufel? Warte mal. Das habe ich nicht gelesen, was da steht. Kann ich damit graben? Starker Spaten, der sich gut für Stiche nach unten eignet. Also. Das sieht so aus, als könnte man damit irgendwas abbauen auch noch. Oder irgendwas. Oh, nee, da ist so ein komischer. Irgendwas machen. Oh, mir geht der Sauerstoff aus. Ist das Problem wieder. Oh, Leute, ich will nicht schon wieder sterben. Wir sind jetzt auf kritischer Tiefe. Das heißt, mehr ist nicht drin. Ich könnte jetzt hier noch weiter nach rechts gucken. Und schauen, ob wir vielleicht noch was finden. Aber ich habe das Gefühl, ich brauche jetzt eine Rettungskapsel. Sonst werden wir hier unten sterben. Ach, die Muschel rettet mich. Die Muschel rettet mich richtig. Damit haben wir Sauerstoff wieder. Das okay, alles wieder gut. Alles wieder gut. Der Sauerstoff muss auch hoch. Wir müssen uns definitiv jetzt als nächstes Ziel ein paar Upgrades holen, die unseren Sauerstoff und unsere Tauchtiefe erhöhen. Oh, Sauerstoff zum Mitnehmen. So. Und da ist eine Rettungskapsel. Perfekt. Dann können wir hier doch noch ein bisschen schauen. Weil hier gibt es, glaube ich, noch ganz cooles Zeug. Hier sieht es auf jeden Fall sehr interessant aus. Okay, wir verbrauchen... Mir fällt gerade auf, wir verbrauchen übel viel Sauerstoff, wenn wir sprinten. Was zum Teufel? Also, ich glaube, dieses Delfin-Amulett sorgt auch dafür, dass wir deutlich mehr Sauerstoff verlieren. Weil das sieht schon sehr heftig aus. Wir sind zwar schneller, aber ich glaube, das ist es nicht wert. Ich würde aber sagen, wir haben unsere Unterwasserexpedition erfolgreich abgeschlossen. Wir haben viel von dem bekommen, was wir wollten. Haben uns mal ein bisschen umgeschaut. Und wir gehen jetzt erstmal raus. Wir müssen stärker werden. Wir brauchen mehr Tauchtiefe, wir brauchen mehr Luft. Das ist alles ein bisschen wenig gerade. Ah, genau, jetzt kommt ja auch noch der Yui hier. Oder Yui und der Sternekoch. Welcher Sushi... vom Kopf. Quallensushi. Qualle, das passt doch eher zur chinesischen Küche. Hast du wirklich gedacht, du könntest Vincent Yamaoka mit einer nicht traditionellen Zutat irgendwie beeindrucken? Keine Chance. Du bezeichnest dich selber als Feinschmecker, vielleicht solltest du erst einmal probieren. Bring's rüber, also gut. Oh, jetzt kommt wieder hier die Quallen-Action. Er aktiviert seine innere Power. Gleich wachsen ihm goldene Haare. Die Cutscenes sind wirklich immer sehr, sehr humorvoll gemacht. Gefällt mir. Ja, dann bringen wir ihm mal Quallen-Sushi. Mal gucken, ob es ihm gefällt. Das ist also Qualle, ja? Was? Das wurde mit zusammengedrückten Reis zubereitet. Du hättest Gunkan Maki verwenden sollen. Es wird noch trocken. Probier's bitte. Psst. Wird scheußlich schmecken, aber ich bin im Fernsehen. Also was soll's? Hm?
Diese kurzen Cutscenes sind einfach immer zu gut, ey. Es ist exzellent. Ich schmecke das Meer vom ersten Bissen an und das Quallenfleisch ist dicht und saftig. Und irgendwas platzt da in meinem Mund beim Kauen. Könnte das Drogen des fliegenden Fisches sein? Er dreht komplett durch, weil das Essen so toll ist. Sehr gut, also. Sehr zu mögen. Welche Werte vergibst du? 80 Punkte. Das ist etwas niedrig. Du warst doch begeistert. Ich werde es erklären. Das Sushi war in der Tat köstlich, aber das Ambiente lässt zu wünschen übrig. Daher nur 80 Punkte. Aber als besondere Belohnung gibt es von mir einen Kühlschrank. Oh, wir kriegen einen Kühlschrank geschenkt. Die beste Sterneküche, bla bla. 1000 Gold und 50 Likes. Das hilft uns auf jeden Fall weiter. Und wir kriegen Bier. Gäste werden jetzt hin und wieder nach dem Essen Bier bestellen. Schenke ihnen Getränke ein und sorge für zusätzlichen Umsatz. Jetzt können wir Bier verkaufen. Sehr geil. Das war großartig. Sogar dieser Snob Vincent hat sich gelohnt. Hat wirklich einen guten Geschmack. Sollen wir bis auf Bier verkaufen? So, jetzt verkaufen wir Bier. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, tatsächlich ist, kann ich irgendwo sehen, wie viele Leute kommen? Das habe ich noch nicht rausgefunden. Also wenn ihr das wisst, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob ich das irgendwo sehe. Weil letztes Mal hatte ich ja zu wenig auf der Speisekarte. Jetzt will ich aber irgendwie nicht zu viel machen. Aber ich weiß tatsächlich nicht, ob man das irgendwo sehen kann. Ich sehe zumindest keine Möglichkeit dafür. Wir werden heute feinstes Quallensushi noch... 225! Wir werden heute feinstes Quallensushi anbieten. Wir werden heute reich, glaube ich. Dann werden wir heute feinsten Kragenhai anbieten. Fünfmal. Was haben wir denn noch so teures? Oh, der Fischkopf, der Haikopf, der geht immer. Und ich würde euch noch als Gericht des Tages einmal leckeren Zigarrenhai anbieten. Und vielleicht noch ein bisschen... was haben wir denn noch hier so teures am Start? Oh, hier so ein leckerer pazifischer Fächerfisch. Das ist doch auch leckeres Sushi. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in die nächste Runde und schauen mal, wie viel Cash wir machen können. Bei den Leuten. Bin gespannt. Wo kriege ich denn das Bier her übrigens? Weiß ich gar nicht. Kommt wahrscheinlich noch, wenn einer es kauft. So, wir schenken natürlich erstmal wieder lecker grünen Tee ein. Und machen hier die Sachen ready. Unsere Aushilfe arbeitet effizient. Aber wir müssen ja trotzdem ein bisschen unter die Arme greifen. Ich freue mich schon drauf, wenn wir uns noch eine Aushilfe holen können. Oder noch eine Bedienung holen können. Dann haben wir das, glaube ich, alles perfekt im Griff. Da will einer ein Bier. Wie zum Teufel gebe ich dir ein Bier? Was? What the fuck? Gut. Okay, wir haben ein Bier bestellt bekommen und ich habe es auch hinbekommen, das auszuliefern. Oh, der eine da will auch noch ein Bier. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden, ob ich das jetzt richtig mache, aber ich habe das Gefühl, es ist relativ einfach. Wir müssen ganz schnell Wasabi nachfüllen. Komm schon. Wasabi ist das Wichtigste beim Sushi. Wird auch langsam ein bisschen hektisch hier mit Bier und dem ganzen Drum und Dran. Also Bier müssen wir jetzt versorgen. Wir müssen sauber machen, aber gerade ist nicht wirklich was dreckig hier. Wir müssen Tee austeilen. Wir haben fast 2000 Dollar gemacht diesen Tag. Oh mein Gott, das ist richtig geil. Wir haben 4000 Dollar. Damit können wir auf jeden Fall bestimmt richtig was anfangen. Wir haben heute 1833 Dollar gemacht. So viel haben wir noch nicht ansatzweise gemacht. Das ist so viel wahrscheinlich wie die letzten 5 Tage zusammen oder so. Also da haben wir richtig reingebuttert. Heute geht uns auch keiner auf die Nerven. Ich muss auch irgendwie mal gerade auf dieser Sushi-App gucken. Da soll ich wohl was verbessern irgendwie. Ist mir aufgefallen. Rangaufstieg. Silber, Rangaufstieg. Wir können nach Silber aufsteigen. Ah, da kommt jetzt jemand, der testet jetzt, oder wie? Cookstar-Rating. Der schaut sich das jetzt einmal an und dann kriegen wir die Silberstufe.
Sehr schön, wir sind Silber und wir kriegen neue Gerichte. Und wir können mehr Arbeiter einstellen. Wir haben einen Kochplatz mehr, also können wir, glaube ich, einen Koch und eine Bedienung mehr einstellen jetzt. Sehr geil. Können wir nochmal uns verbessern? Gold, dafür müssten wir Rezepte recherchieren, mehr Geschmack und mehr Follower. Okay, also Gold geht noch nicht, aber wir sind schon mal Silber geworden. Das ist sehr, sehr geil. Ja, und damit würde ich dann sagen, haben wir für heute eigentlich alles erledigt, was so zu erledigen war. Weil ich würde sagen, wir haben jetzt wieder viel geschafft. Wir haben den Kalmar wegrasiert. Wir haben unser Restaurant auf die nächste Stufe gebracht. Wir haben viel erreicht. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst, also ein Like da lasst, wenn ihr vielleicht dem Kanal folgt, wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt und vor allen Dingen, wenn ihr mir einen netten Kommentar da lasst für den Algorithmus und so. Ihr kennt das Spiel. Und dann würde ich sagen, haut rein, Leute, bleibt gesund und vielleicht bis zur nächsten Folge von Dave the Diver. Ich hatte viel Spaß, ich werde weiter zocken. Also, haut rein, bleibt gesund, ich wünsche euch was.